Das ist Familie Schneider. Ob sie sich einen neuen Fernseher oder ein neues Auto kauft, hängt auch davon ab, wie sie die wirtschaftliche Situation in Zukunft einschätzt. Blickt Familie Schneider positiv in die Zukunft, kann sie das zum Kauf anregen, negative Erwartungen davon abhalten. Was Familien wie die Schneiders denken, ist auch für die Deutsche Bundesbank wichtig. Nur dann kann sie gemeinsam mit dem Eurosystem bei geldpolitischen Entscheidungen darauf reagieren. Die Bundesbank befragt deshalb seit 2019 Privatpersonen, was sie in Zukunft erwarten. In Kooperation mit dem Befragungsinstitut Forsa befragt die Bundesbank zurzeit jeden Monat 2000 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger. Ein Teil der Befragten wird in unterschiedlichen Abständen auch mehrfach befragt. Der gemeinsam entwickelte Fragebogen enthält sowohl wiederkehrende als auch aktuelle Fragen. Themenschwerpunkte sind zum Beispiel Inflation, Einkommen und Immobilienpreise. Die Ergebnisse fließen in eine auf mehrere Jahre angelegte Studie. Eine kommerzielle Verwendung der Daten findet nicht statt. Die Expertinnen und Experten der Bundesbank werten die Daten für verschiedene Statistiken und Studien aus. Künftig veröffentlicht die Bundesbank die Ergebnisse monatlich auf ihrer Webseite.